Willkommen zurück bei Two Point Hospital. Hat er ja gerade gespeichert? Das ist auf jeden Fall. Ich liebe dieses Spiel. Ich meine, wir müssen jetzt noch irgendwie einen Raum oder so bauen. Ich werde jetzt hier erstmal Bänke und das hinmachen. Oh, die warten hier ja schon. Warte mal, wir haben hier ein Getränkeautomat, haben wir, ne? Aber komm, dann machen wir hier noch einen Futterautomat hin. Getränke, Snackautomat. Den können wir hier so hinzimmern. Ne, hier ist doof. Hier ist besser. Den vielleicht noch ein, zwei Pflänzchen. Das kann auch nicht schaden. Oh, ich liebe den Humor dieses Spiels. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Ich weiß nicht warum. Der Humor ist so übelst makaber, aber ich liebe ihn. Ich liebe ihn wirklich. Das ist. Es ist ja auch eine neue Spielentwicklung, ne? Two Point Campus. Wenn das nur halb so gut wird wie das hier, abwarten. Dann ist es für mich schon Pflichtkauf. Den ist es für mich wirklich schon Pflichtkauf. So, ihr braucht jetzt den. Ich habe für euch Sitzplätze geschaffen. Genau. Kriegen wir es hin? Krankenstufe 9, das kriegen wir auch hin. Mitarbeiterwunsch. Ja, diese 5 Moonloop, da ist einer. Diese komischen Habschel. Ey, krass, ey. Ich bin on hot, ey. Wenn das Haare sein soll, ich bin mir da nicht so sicher. Gut. Ah ja, das ist mal ein Notfall. Der Notfall sollte denn nicht... Psychiatrie ist voll. Okay, Die Dinger tauchen äußerst selten. Ich glaube, wir brauchen eine Psychiatrie. Ja, wie baue ich denn am besten die Psychiatrie? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wo sie hin. Auf jeden Fall brauchen wir eine Psychiatrie. Dort ist wichtig. Psychiatrie. Kann man den Pausenmodus bauen? Kann man ja mal ausprobieren, ne? Wo ist denn die Psychiatrie? Seht ihr nicht da? Ich glaube, man kann auch einen Pausenmodus bauen. Das ist schön. Wie groß machen wir die denn bis hier unten? Wäre Blödsinn, ne? Obwohl wir mehr als genug Platz haben, abgesehen davon. So, jetzt zimmern wir sie hier hin. Erstmal Fensterin. Zack, zock. So, eine gute Psychiater-Couch. Die muss natürlich rein. Warte mal, schön vors Fenster, damit Licht reinkommt. So, wir brauchen natürlich auch den Psychiater-Sesel. Den packen wir, glaube ich, daneben. Wunderbar. Arzneischrank brauchen wir ja nicht. Natürlich Patientenakten. Die müssen immer sein. Abfalleimer können wir hier hinstellen. Löcher brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Hier ist ja nichts zum Kaputtgehen. Pflanze. Pflanzen kann man eigentlich nie genug haben. Eine fürs Fenster, damit sie ein bisschen Licht kriegt. Genau wie da. Hier stellen wir noch zwei Pflanzen hin. Sehr schön. Ich glaube, das reicht auch an Pflanzen. Ach komm. Was soll der Geiz? Machen wir da noch eine. Hier. Jetzt mein Auto ist daran. Darren. Ach, das Spiel ist aber herrlich. Okay, hier machen wir einen Sonic-Poster damit hin. Und stelle mich als Deko noch ein Sonic-Totem in die Ecke. Passt doch. Sehr schön. Sehr schön. Den haben wir es auch. Ja, wir haben fast jetzt so viele Szenen. Sehr schön. Oh, jetzt kannst du auch mal weiter. Rutschgefahr durch Erbrochenes. Was ist denn hier los? Mach mal meine Hausmäuser. Hier ist alles vollgemüllt. Pause. Und sie was zu trinken holen. Ich brauche mehr. Nein, das nützt alles nichts. Warte mal. Mehr Hausmäuse. Hier, wir haben den. Ja, die Lilian Bobbing. Wir stellen die Lilian Bobbing ein. Obwohl. Die G-Spiel hält wäre auch nicht schlecht, ne? Ausdauertraining, Instandhaltung, Geister. Ne, ich nehme sie. Die Entleuchtungsklinik benötigt einen Arzt. Alles klar, jetzt haben wir es doch. Geschätzter Krankenhaus, Leute. Durchstehende Krankenhaus. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 3 Sternen bewertet. Die Anerkennung als erstklassige Einrichtung ist immer ein Erfolg. Den zu feuern gilt, Ihr Feuer ist verdient, aber hoffentlich auch kurz, denn Sie müssen wieder an die Arbeit. Freigeschaltet Umtöpfer 3. Sehr schön. Okay, wir haben alles freigeschaltet, was geht, aber ich würde das gerne mit dem Monobiest dann fertig machen. Hier müsste auch mal dringend Orts rein. Weiß aber nicht, ob wir genug Psychiater haben. Aber ich weiß auch nicht, wo diese Mono-Biester sind. Wie gesagt, 2 haben wir jetzt gesehen. Oha, du, ich hab wirklich... Die werden ja schon braun hier, du. Ich hab wirklich zu wenig Hausmann. Naja, ich hab ja gerade alle eingestellt mit. Da liegt... lecker.
Die sind sehr selten, diese rumlaufenden Haarbüschel, ne? Wahrscheinlich von irgendwie so einem mächtigen Rockstar, der geheilt wurde. Harab, er ist kein Rockstar mehr. Rettungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Ich glaube, ich werde, das mache ich dann aber im nächsten Krankenhaus, Hausmeister einteilen müssen. Der eine macht Reparaturarbeiten, der andere Pflanzen, der nächste Mülleimer und so weiter. Boah, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde diese ständigen Todesfälle etwas deprimierend. Wäre es vielleicht möglich, ein paar Monate ohne Todesfälle zu überstehen? Ja. Alles völlig überlastet hier, obwohl wir schon mehr als genug davon haben. Okay. Nee, ich glaube, das wird hier nichts, du. Die Dinger sieht man ja so gut wie gar nicht rumlaufen. Ja, ich weiß, dass ich das Ding upgraden kann. Das heben wir uns alles fürs nächste Krankenhaus auf. Ja, Hausmeister fürs Saubermachen. Ein bisschen strukturierter reingehen im nächsten Krankenhaus. Ich glaube, so langsam muss man sich mal drum kümmern. Wir haben hier aber alles gemacht, was wir wollten. Ah, im Gange sind zwei, fehlgeschlagen einer. Gut, das lüft noch alles. Aber das Krankenhaus ist auch fertig. Hier sind auch sechs. Weiß nicht, ob die Dinger auch in den Patientenräumen rumlaufen können. Oder nur auf dem Flur. Aber sehen tue ich sie nicht so. Plus machen wir auch. Sehr schön. Mit dem. Ah, die Musik ist schön, ne? Schön entspannt, finde ich. Okay, würde ich sagen, gehen wir ins nächste Krankenhaus. Hier haben wir nichts mehr zu tun. Hier haben wir alles gemacht. Hier sind nur drei Stehne. So, sehr schön. Hier, das haben wir. Das war das erste, das haben wir auch. Was wäre denn das nächste? Das da, ne? Das Flottering. Hier findest du Informationen über die Personalentwicklung und Weiterbildung. Alles klar, dann kommt das doch noch, wie ich vermutet habe. Okay. Das habe ich vermutet. So, Personalentwicklung. Um das meiste aus unseren Mitarbeitern rauszuholen, müssen wir sie weiterbilden und befördern. Wenn jemand im Beruf genug Erfahrung gesammelt und eine Weiterbildung abgeschlossen hat, ist diese Person bereit für eine Beförderung. Die Beförderung erhöht die Kompetenz dieser Person und ermöglicht es ihr, eine neue Qualifikation zu erlernen. Vermutlich steht dann aber auch eine Gehaltserhöhung an. Das war so klar. Zuerst brauchen wir aber eine Weiterbildungslizenz. Das Gesundheitsministerium von Tubreuen hat uns eine Lizenz versprochen. Wenn wir nachweisen können, dass wir uns hier in Fluttering um das Wohl unserer Mitarbeiter kümmern. Alles klar. So, weiter erreicht die Krankenhausstufe 4, stelle 7 Mitarbeiter ein, Personalstimmung von 55%. Was ist denn hier los? Also hier können wir noch was dazukommen, aber ein sehr kleines Krankenhaus, wa? Machen wir erstmal Pause, Moment. Das können wir auch noch kaufen. Das war's denn aber auch, ne? Jetzt können wir alles kaufen hier? Sieht fast aus, ne? Okay, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Das hier ist der Haupteingang, ne? Wir brauchen ja erstmal. Und ich will das eigentlich ungern mitten im Weg stehen haben. Wir haben hier zwei Eingänge, ne? Wir können das ja noch kaufen. Wenn ich die Anmeldung hier so ein bisschen in die Ecke stelle, müsste doch gehen, oder? Objekte. Aufnahme, genau. So, ich dachte hier so in die Ecke. Dann können sie gleich, wenn sie reinkommen, sich anmelden. Jo, ich weiß, da wird ein Mitarbeiter benötigt. Das kommt. So, hier ist auch noch so eine dämliche Ecke. Das ganze Krankenhaus ist ziemlich verbaut. Ah, für den Erstbesuch. Ich weiß, das wird wieder eng. Erstmal eine Arztpraxis. Stück für Stück. Bin zu eng, ne? Na, geht. Aber ich glaube, da kriegt keiner mehr neben. Das heißt, wir bauen die bis da. So, dann ist es zumindest nicht ganz so beengt. Jeden Fensterraum machen wir mal zwei rein. Ich glaube, Fenster selber ja erhöhen auch ein bisschen die Prestige, dachte ich mir. Zack. Aber uns haben wir. Na, ach komm, was soll der Geiz, Mensch? Schlimm. Was der Mann hier auch mal so geizig sein muss, ne? Drin dort, zwei Aktenschränke, genau. Abfalleimer noch. Steht der verkehrt rum? Nö. Doch. Hey. Ist richtig rum. Ja. Gut. Mülleimer noch daneben. Sehr schön. Pflanzen auf jeden Fall. Sehr, sehr wichtig. Das machen wir jetzt Stück für Stück. Da auch noch Pflanzen.
Hier auf jeden Fall noch eine Pflanze. Das Problem ist, wenn ich zu viele Fenster mache, passen keine Poster mehr rein, ne? Oh, Postererleuchtung, da können wir hier zwischen, oder? Ah, ja. Oh, hier noch ein Bild von Jasmin Audacey. Wunderbar. Können wir nicht mal was Neues freikaufen? Lampe, Waage, Mülltonne, Desinfektionsspender, Klimaanlage, Kaffeemaschine, Trinkbrunnen, Süßigkeitenspender, Bücherregal, Trophäenschrank, Rosenstrauch, Yuka. Okay. Okay, es gibt ja doch noch so ein bisschen was, ne? Hier, guck mal, hier noch ein Sonic-Booster. Na, reicht das aber auch. Dann reicht das aber auch. Wir wollen es ja nicht übertreiben. So. Wir müssen auch ein bisschen aufs Geld achten, bevor ich jetzt natürlich öffne. Einmal Getränkeautomat. Einen können wir hier hinstellen. So. Und dann nehmen wir noch einen schönen, wenn man Salz-Snack-Automat, kriegen sie mehr Toast, kaufen mehr Getränke. So, Pflanzen brauche ich noch. Pflanzen. Da machen wir eine nehmen. Sehr schön. Wir können aber auch hier in die Ecke passen, ne? Okay. Aber hier vor, ne? Jo. Hier kommt noch eine Pflanze hin. Passt nicht. Aber hier, ja. Hier in die Ecke kommen auch noch eine stellen. Hier nehmen auch noch mal. Ich habe das Gefühl, dass mehr Pflanzen besser sind als zu wenig Pflanzen. So. Kleine Wohlfühlatmosphäre, ne? Auf jeden Fall Bänke. Ich meine, wir werden nicht auskommen mit der einen Arztpraxis hier, aber. Besser als nichts, ne? Ist natürlich alles hier sehr doof gebaut jetzt. Gut, ich könnte mir. Ja, gut, wir machen hier einen kleinen Wartebereich hinter die Anmeldung. Geht nicht anders. Sehr schön. Den stellen wir jetzt erstmal ein und dann können wir mich schon mal aufmachen. Wir brauchen erstmal, ja, einen Arzt brauchen wir auch. So, Allgemeinmedizin, sehr schön. Emotionale Intelligenz und Patientenbetreuung, ja, den guten nehmen wir mal. Rinder. Und den brauchen wir aber selbstverständlich auch noch hier einen Assistenten. Raymond Flop, Gertrud Winder oder der Burtpom. Ausdauertraining, Kundenbetreuung, Motivation, erhöht Tempo und Effizienz. Kundenbetreuung und Motivation. Ehrlich gesagt, würde die Gertrude hier am besten passen. Die gute Gertrude. So, dann können wir mich jetzt weiterlaufen lassen. Dann können wir zumindest schon mal die ersten Patienten empfangen. Wir brauchen natürlich noch viele, viele andere Sachen. Das ist klar. Ich habe leider auch das Gefühl, dass ich gleich noch mehr Allgemeinmedizin bauen sollte. Also Arztpraxen. Früher bei Siem Hospital hießen die Allgemeinmedizin, daher kommt das. Und wir hier gleich noch mal eine zweite nehmen. Schade kann es auf jeden Fall nicht. So, halt gleich einen zweiten davon, mein Freund. So, Fenster brauchen wir auch noch. Durchsage. So. Bitte vergleichen Sie unsere Behandlungspreise nicht im Internet. Genau. Im Internet stehen immer die falschen Preise. Wir sind super günstig. Nie nach dem Internet gehen. Alle Bewertungen ignorieren. Genauso muss es sein. Ja, den da nochmal söhnen. Da nochmal söhnen. Hier nochmal. Ich weiß nicht warum. Ich bin voll auf dem Pflanzentrip. Ich muss gleich einen Hausmeister einstellen. Ganz dringend. So, hier kommt Beleuchtungs. Den machen wir nochmal. Jasmin Odyssey-Poster da. Da soll er sehen. Danke. Oh, Sonic-Poster können wir auch nochmal hinklatschen. Der passt halt auch. Wunderbar. So, der Raum wäre auch fertig. Da kommt, glaube ich, ein Arzt mit drin. So, was haben wir denn hier? Die Peggy Dieblich. Die Peggy Dieblich hat zweimal Allgemeinmedizin. Ach, die hat sogar Allgemeinmedizin 2, ja. Den nehmen wir sie auf jeden Fall. Was, unsere Ärzte haben bei den Patienten Bettengesicht? Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Bettengesicht. Eine äußerst besorgniserregende Verzerrung des Gesichts, die durch komische Schlafposition verursacht wird. Ärzte empfehlen, die Schlafposition stets durch ein Bettwinkelmesser zu überprüfen. Der Patient möchte sich behandeln lassen. Dafür wird das folgende Zimmer benötigt. Station. Jojojo, warte, die Station bauen wir gleich. Einen kurzen Moment, ja? Einen kurzen Moment. Aber machen wir kurz Pause, sonst rennt er uns hier weg, du. So, hier machen wir nochmal einen Salz-Snack. Obwohl, ne, hier mal jetzt ausnahmsweise nicht. Sonst kriegen wir nicht genug Sitzbänke hin.
Aber ich möchte die Hygiene zumindest eine Pflanze haben. So. Hier gegenüber könnte man ja auch noch was bauen, ne? Hier könnte ich auf jeden Fall Pflanzen hinstellen, so zwei Stück. Weil so, hier kommen sie doch noch durch, oder? Hauptsache, sie sind glücklich. Nur kranke, glückliche Patienten sind gute Patienten. So, so. So. Und so, dann können sie hier zumindest sitzen. Dann kümmern wir uns gleich um die Station. Wir bauen erstmal eine kleine, Hauptsache, wir haben eine. Die Zimmer wir gleich hier nehmen. Wo die Zimmer... gut, warte mal, ich... So ist okay, ne? So kommen sie ja noch durch, ne? Ja, so ist okay. So ist vollkommen okay, gut. Jo, den stellen wir doch gleich mal mit in die Ecke. Den brauchen wir selbstverständlich hier, das schöne Umziehgedöns. Und Betten, mal gucken, wie viele wir reinkriegen. Aber mehr als einer sollte auf jeden Fall rein. Wir kennen ja die Probleme mit der. Ich glaube, so viele kriege ich hier nicht rein. So. Ah, hier sind drei. Vielleicht kann ich hier noch eins hinstellen. Das reicht dann aber auch für die erste Station auf jeden Fall. So. Ja, ja. Wunderbar. Dann brauchen wir gleich noch Krankenpfleger und Hausmeister. Schon wieder vergessen. Spind brauchen wir ja jetzt nicht unbedingt. Das ist Deko, aber ich würde hier gerne zumindest einen haben. Ist ja nur eine kleine Station. Aktenschrank hauen wir daneben. Irgendwo müssen sie ihre Patientenakten lassen. So. Abfalleimer wäre auch gut. Ich habe das Gefühl, wenn ich zu wenig Abfalleimer baue, dann schmeißen sie über ihren Müll hin. So. So. Oh, das räucht ein Blümchen. Hier. Dann können die Kranken sich ein bisschen satt sehen am Erleuchtungsposter. Das Gejaule von Jasmin Odyssey haben sie denn immer in der Hinterhand und er passt das. Wunderbar. Jo, Krankenpfleger nehmen wir jetzt ein. Definitiv. Aber können wir nicht nur den nehmen, weil wir brauchen einen für Station. So. Oder einen, nee. Und hier stellen wir gleich einen Hausmäuser mit ein. Geisterjäger, Standhaltung 2, yo, Ausdauertraining, Mechanik. Erstmal machst du alles, mein Freund, ich werde dich aber später einstellen für bestimmte Aufgaben. So, lass mal weiterlaufen. Auf jeden Fall. Warte mal. Wählen wir hier jetzt ein Getränkeautomat hinstellen. Ich hoffe, da kriege ich noch einen Sitz nehmen. Ich mache den mal lieber so. So. Ast? Ast. Sehr schön. Na, warte mal. Da will ich auf jeden Fall ein Blümchen nehmen, Hom. Moment, Moment. Immer mit der Ruhe. So. Bingi. Sehr schön. Wir brauchen noch ein paar Sitzmöglichkeiten, ne? So. Station hätten wir. Apotheke benötigt. Unser jetzt haben wir eine neue Krankheit entdeckt. Verballert Durchfall. Verballert Durchfall, die Krankheit, von der alle reden, breitet sich schnell aus und ist meilenweit zu hören. Der Patient möchte sich behandeln lassen. Ja, warten. Warten, Mensch. Verballer Durchfall allein schon. Ah ja, hoffentlich hört man denn nicht. Orbutegi. So, Adamo, aber ich habe das Gefühl, das wird hier platztechnisch doch eng. Ja, dann kriegen wir doch noch was hin. Hier. Erstmal Fenster, mein Freund. Erstmal Fenster. Ich habe absichtlich gerade Pause beim Bauen. Ich habe mir sonst die Patienten weglaufen, die hier alle waren. Ah, komm. Wegen Prestige. Wegen Prestige. So, Medikamentenmixer. Die muss drin. So. Hier ein paar Gammelmedikamente daneben. Sehr schön. Apfeläumer in die Ecke. Wunderbar, hier brauchen wir auch auf jeden Fall einen Feuerlöscher. Pflanzen, immer wichtig. Zack, zack. Zwei reichen, glaube ich, auch. Poster Erleuchtung an die Wand. Sehr schön, so, dann machen wir hier vorne hin. Wir wollen es ja nur auch nicht übertreiben. Der Raum ist so gut wie fertig. Blub, 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 blub.
Wir brauchen aber auf jeden Fall das, wo Krankenpflege, ne? Ah, haben wir ja noch nicht so doll. Miles Spießgesellen-Syndrom oder Kate R.A. Berber. Okay, na gut, ja, gut, ja. Erstmal besser als nix. Gut. So, Station hätten wir auch. Wunderbar. Ich weiß, Medikamentenmixer können wir aufrüsten, soweit sind wir doch noch nicht. Hier kommt auf jeden Fall noch ein Blümchen hin. Ein gutes Blümchen. Wer Müll herumliegen lässt, wird zusammen mit dem Müll in den Abfalleimer befördert. Das ist eine gute Einstellung. Also wett euch das, wenn ich hier noch einmal Müll sehe. Dann seid ihr im Abfalleimer. Ja gut. Ja gut, ja gut. Gut, gut, wir müssen das nach und nach hier natürlich alles ausbauen. Wartemöglichkeiten haben wir ja jetzt noch nicht so pralle. Ich weiß nicht, ob das hier noch weitergeht, wenn ich das Gebäude dazu kaufe. Insgesamt habe ich jetzt 6 von 7 Mitarbeiter. Personalstimmung ist sehr, sehr gut. Was aber auch sehr wichtig wäre, ist der Pausenraum. Ich glaube, den werde ich hier hinbauen. Auch wenn wir uns natürlich noch jede Menge Behandlungsräume fehlen. Das ist mir schon klar. Wir brauchen aber auch einen Pausenraum. So, dann machen wir mal einen kleinen, damit wir da noch was hinbauen können. So. Esmo, Fenster. Aktuell haben wir mehr Ausgaben als einer, das liegt am ganzen Bauen. Das kommt wieder. Wir haben ja jetzt auch noch nicht so viele Patienten. Das kommt alles noch. So, Sofa. Na komm, Sofas klotschen wir mal in die Ecke. Sehr schön. Donama. Das reicht. Getränkeautomat. Ja gut, damit sie nicht die der Patienten wegtrinken. Das muss ja nicht sein, ne? Hier, kriegt ihr noch einen Soll-Snack-Automat auf die Säule. Schade, dass man hier irgendwie keinen Videospieltisch oder sowas ausstellen kann. Wäre doch perfekt für die Pause, ne? Feuerlöscher brauchen wir hier nicht. Pflanze aber auf jeden Fall. So, hier brauchst du auch ein Pflänzchen gut hin. Kriegen die hier auch noch ein Pösterchen. Hier neben so. Genau. Das Foto natürlich nochmal, das hängen wir hier hin. Und da hängen wir dann gut die... Nee, das gute Sonic Booster auf. Sehr schön. Den hätten wir den. Flip, 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 flip. Sehr schön. Dann können Sie wenigstens eine Pause machen. Alice Claw, da ist ein Lüfter. Im Fall eines Erdbebens, bitte halten Sie still. Was? Hier gibt's Erdbeben im Fall eines Erdbebens? Okay. So, den könnte ich verbessern, ne? Machen wir mal. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Hier könnte man... Warte mal, wir haben hier ein Getränke. Hier könnte man noch so ein Futterautomat hinstellen, ne? Und Snackautomat. Hier so neben. Zack. Den mache ich auch, wenn wir die hier wahrscheinlich gar nicht brauchen. Warte mal. Damit hier ein bisschen mehr Prestige entsteht. So. Dann haben wir hier neben einfach noch eine Sitzbank. Und den ist hier alles in besser Ordnung. Uns fehlt natürlich noch einiges. Das ist mir bewusst. Aber zumindest ein bisschen können wir schon machen. Sehr schön. Die ersten Patienten sollten kommen. Umso höher unser Ruf geht, umso mehr Patienten kommen natürlich. Zumindest sind wir jetzt ungefähr plus minus null. Dann läuft das ja einigermaßen. Dann machen wir morgen hier weiter. Vor heute sind wir am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Bye, bye.